willkommen und zurück auf Tizi Dos. Heute, wie wir zum Titel schon gelesen haben, gibt es ein Garten-Update. Er wird wahrscheinlich gar nicht drinstehen, eher wahrscheinlich Pool. Es ist Samstagmorgen, noch relativ früh. Der Philipp kommt dann wieder vorbei aus Österreich, wo den Pool hier auch schon installiert hat. Wir machen den heute winterfest, das wird heute so das Projekt sein. Plus noch so ein, zwei andere Baustellen, die heute anstehen. Die gehen wir jetzt mal durch, dann nehme ich euch wieder mal ein bisschen mit. Tizi 2 kam jetzt längere Zeit nichts, ne? War ja FIFA-Release, ja, der hat viel Zeit geraubt. Plus, wir sind halt jetzt echt schon ziemlich weit, ne? Simon und ich haben auch schon überlegt, wie es Zukunft weitergeht, aber es gibt ja immer irgendwelche Baustellen. Wir gehen jetzt aber mal durch, gucken, was Sache ist, was gemacht werden muss, gucken uns mal den Pool an. Ich habe jetzt bestimmt schon 3 Wochen nicht mehr reingeguckt. Die komplette Technik habe ich schon abgeschalten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, gucken, was abgeht aktuell und was halt alles zu machen ist. So, das erste sieht man hier schon direkt, Jungs, und da habe ich mich auch wieder direkt verliebt. Hier ist eine unfassbar geile Tür reingekommen. Die habe ich von einem Schlosser machen lassen, plus die Jungs, die Glaser sind vorbeigekommen jetzt, haben das jetzt vor kurzem oder gestern haben sie es gerade gemacht. Ne, schönes Milchglas hier rein und hier, ja, ne, auch so sardiniert. Man kann trotzdem in der Mitte ein bisschen durchgucken, finde ich ganz chillig, ganz angenehm, ne, das passt so, wenn man im Garten ist, dass man trotzdem vorgucken kann, was Sache ist. Ja, ist eine sehr, sehr wilde Tür geworden, war auch gar nicht so billig, weil natürlich wieder wie immer, es musste alles angepasst werden und so, schnickschnack. Das ist der Garten, der sieht aktuell ziemlich wild aus, richtig wild aus, aber schön, ne, guck mal, auch die Farbe von dem Baum, von der Felsenbirne, richtig cool. Heute muss auf jeden Fall der Bambus ein bisschen zusammengebunden werden, die Beete ein bisschen glasschiff gemacht werden, Unkraut ist gar nicht so viel da. Also ja, steht einiges an. Plus das große Projekt heute, den Rollladen sauber machen. Ne? Da hat mich irgendwie schon so das ganze Jahr jetzt irgendwie ein bisschen gegruselt. Aber ich werde den Kärcher rausholen, habe ich mir gedacht. Dann nach hinten gehen und dann quasi hier hinten immer schön die Lamellen abspritzen. Dann wird zwar das ganze Dreck wird hier reinfallen in den Pool. Ich werde zeitgleich den Poolroboter noch reinsetzen und dann hoffen, dass es halt irgendwie halbwegs sauber wird. Und dann halt im Nachhinein komplett reingehen, ne? In den Bums und sauber machen. Hier seht ihr auch schon, wurde auch extra angefertigt von einem Schlosser. Ist Stahl verzinkt, dass nichts rosten kann. Und dieses Teil wird jetzt quasi verkleidet mit Holz, ne? Und gibt hier wie so eine Chillerbank noch im Garten, Springblock im Garten. Fühle ich halt. Ne? Wird richtig cool, wird komplett mit Holz verkleidet, wird ein schönes, wahrscheinlich so ein Bambusholz. Bin ich wieder mit dem David gerade am klären. Wird ein schönes Bambusholz und dann sitzt es wirklich sauber da drüber und lockert halt auch so ein bisschen den Garten auf mit noch so ganz entspannt Holzoptik. Ne? Kann ich hier noch ein bisschen gebrauchen. Ne? Ich habe ja schon, ihr wisst ja, schön viel Steinfläche, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Die Autoküche gibt es auch ein Video dazu, habt ihr auch alles gesehen. Wie wild sieht das da oben aus, das Zeichen? Ganz wilde Nummer, bestimmt damals vom Tragen. Ist soweit auch ready, muss man gar nicht allzu viel machen. Ne? Big Green Egg hier kann sowieso draußen sein. Den Gasgrill habe ich trotzdem einfach mal abgehängt. Müsste man nicht. Die sind hier schon ein paar Mal wegen dem Wetter hier umgeflogen. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Aber wächst auch alles sehr, sehr gut, sehr schön. Und ja, sonst gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen hier zum Garten. Ich werde jetzt die Gummistiefel holen und dann geht's los. Ne? Pampasgras ist auch gut gewachsen. Aber durch den Sturm halt auch ordentlich mitgenommen. Ne? Das hier ist, ich vergesse es immer, ein Amberbaum. Ne, der hat auch schon einige Blätter verloren. Rasen habe ich schon gedüngt, ist immer noch saftig grün. Habe ich so ein bisschen Fell gemacht mit dem Dünger. Ne? Habe so einen Streuwagen gehabt zum Ausfahren. Hat aber nicht ganz gut so ein bisschen rutschen gegangen. Ne? Aber ja, da muss ich mich dann glaube ich so im Frühjahr wieder drum kümmern. Um die ganze Geschichte. Und was noch ist, ganz wichtig, was ich beinahe vergessen hätte. Da hinten, Jungs, das gefällt mir nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Vlog gesagt. Ihr seht auch, wie die Fliesen da hinten aussehen. Ne? Das werde ich heute auch alles sauber machen. Das gefällt mir einfach nicht. Das ist zu arg, zu viel. Ne? Ich glaube, viel zu viel Blumen. Da werde ich heute mal ein bisschen mit der Schere durchgehen und mich ein bisschen quasi davon befreien. Ne? Und da will ich dann für nächstes Jahr einfach ein paar mehr gemütliche Bodendecker. Mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall wird jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Erst das hier wegschneiden und dann halt die ganze Brühe. Und ich will gar nicht in den Pool gucken, wie der aussieht. Aber wir gehen rein. So. Dann nehme ich mein gutes Verlängerungskabel und Gott sei Dank habe ich damals schon an alles gedacht und habe auch überall in die Hochbeete, das hat auch natürlich eine coole Farbe bekommen, ne? Shiner Girl. Aber muss ich auch mal gucken, wie man das nachschneidet und hin und her. Ich habe hier direkt die Steckdose, dann hole ich den Hochdruckreiniger, Gummistiefel sind an und dann gehen wir rein da. Baustellleiter Rainer ist auch am Start, macht hier schon ein bisschen das Laub zusammen, fachmännisch. Da kennt sich aus, der gute Mann. Die Mama schneidet hier schon zurück, ich gucke mir das jetzt ab und dann schneide ich hier genauso alles ein bisschen ab und dann wird es hier hinten echt mal wieder ein bisschen duften, ne? Dass man mal wieder ein bisschen Luft hat zum Gucken. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt hier so irgendwie so richtig macht, aber ich kann das Zeug hier nicht mehr sehen. Das ist mir einfach zu viel hier hinten. Das ist mir wirklich einfach zu viel. Das ist auch teilweise, ich habe keine Ahnung, ne?
Aber wenn ich da mal reingucke, guck mal, da sind so richtig sogar schon Teile richtig abgestorben da. Und ich glaube, die schneidet man normal erst im Frühjahr oder so zurück. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen haue ich jetzt alles raus. Wir sind hier dran. Dann geht es nämlich hier mit dem Poolprojekt weiter, bis dann auch Philipp da ist. Der Bambus ist auch nass. Wird halt auch unangenehm, den irgendwie wahrscheinlich hier so groß irgendwie noch zusammenzubinden. Muss auch gemacht werden. Wird heute schon den ganzen Tag gehen, ne? Und der Himmel sieht nicht gut aus. Aber wir kämpfen durch. Und ja, rein da, weiter geht's, ne? Nochmal hier, guck mal, an dem Feld erkennt man es ganz gut, ne? Die sind echt hier schön, ist ja nicht selten wie hinten. Die wachsen halt echt ganz gemütlich gerade nach oben, ne? Weil die hier Platz haben. Und ich glaube, hier hinten ist es den Kameraden einfach zu viel. Und deswegen, guckt euch das mal an, wachsen die teilweise von ganz hier hinten bis hier vor und dann so flach und versauen alles. Deswegen muss hier was Neues rein. So. Der erste Teil ist wirklich abgeschlossen. Ich muss sagen, ich finde sogar so, finde sogar teilweise echt schon schöner. Da kommt nächstes Jahr wirklich gar nicht mehr so viel rein. Da kommt vielleicht noch ein paar Gräser, ein paar Bodendecker, Pflanzen rein. Sowas ähnliches wie hier. Aber dann ist wirklich Schluss, Jungs. Die Teile hatten Wurzeln. Die gingen, glaube ich, bis nach Asien runter, so weit waren die. Das haben wir jetzt gepackt. Jetzt wird hier ein bisschen klar Schiff gemacht. Dann gehen wir an das nächste Projekt hier. Und dann muss ja auch noch die komplette, das ist ja überall diese automatische Bewässerung drin. Die ganze Bewässerung müssen wir auch noch entlüften. Ne? Das gibt auch noch so ein Projekt. Ne? Ich habe hier einen Kompressor, einen Adapter. Und dann müssen wir gucken, wie der Lachs da wird. Ne? Also es wird schon heute einiges zu tun, Jungs. Und in einer Stunde ungefähr soll es regnen. Bis dahin will ich das hier jetzt noch schaffen. Dass das, aber Jungs, also mal ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, das sieht jetzt schon besser aus. Und das sind die Knumox Glaselemente. Da unten seht ihr auch das Logo, falls es jetzt irgendjemand interessiert. Roboter ist auch schon am Start. Den Hochdruckreiniger hole ich jetzt und dann Abfahrt. So, der Kercher ist aufgebaut. Das hier ist Zisternewasser. Das ist Frischwasser. Und gib ihm. Gucken wir uns an. Ich baue euch dann einen Zeitraffer auf. Und dann fangen wir mal an. Die Leitung nickt jetzt. Gleich geht dann noch der Poolroboter rein. Dahinter steht der gute Kercher. Ich platziere euch jetzt und dann gibt es eine schöne Zeitraffer. Sobald er jemanden erkennt. Oh! Apollo! Der zieht heute Morgen hierher, so ein Geistesgestörter. Jetzt mal an. Herr Apollo! Ich dachte schon, es wäre was passiert und bin hierher gekommen. Unbedingt? Hä? Was ist denn los? Deswegen haben sie so eine flache Schraube, dass sie die richtig greifen können. Da. So Jungs, ihr habt es gesehen, der Regen hat eingesetzt, aber wir haben den Roller mega gut sauber bekommen. War ja ein Zeitraffer, das hat gut geklappt. Der Vater hat immer auf und zu gefahren und ich habe dann abgespritzt, also das läuft ganz gut. Und der Pool sieht man jetzt leider nicht mehr, weil es jetzt so stark regnet. Ist natürlich jetzt schon schmutzig, aber Poolroboter ist unterwegs. Den haben wir jetzt abgedeckt, dass hier an der, am Strom auf jeden Fall mal nichts passiert. Und dann wird später das Wasser abgelassen und dann müssen wir eh gucken, wie wir dann hier weiter verfahren. Ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch mit dem Regen. Wir hatten gerade echt einen guten Lauf, aber ja, weiter geht's, ne? Ich glaube, die Mama hat auch schon gut geackert, ne? Bin ich auch schon weit gekommen, ne? Das Stückchen dahinter und das Feld noch. Dann haben wir, ne? Dann ist der Garte. Und die Hochbeete noch nicht. Die Hochbeete noch. Und dann ist der Garte eigentlich so gut wie winterfest. Ah, und dann, aber das machen wir dann vielleicht nicht heute, dass wir die ganzen Wasserleitungen druckfrei machen und mit Wasser durchblasen, das eben wegen Gefrieren und so. Mal gucken. Wenn es weiter so regnet, denke ich, fällt es heute ins Wasser. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wir sind da. So, Jungs und Mädels, es regnet zwar, aber was natürlich nicht fehlen darf, ist ein schönes Feuerle am O4. Kennt ihr ja auch mittlerweile, ne? Ist ja auch wie ein Grill oder ist ein Grill. Da kommt gleich dann schon ein schöner Dutch Oven drauf. Da gibt es einen schönen Glühwein bei dem Wetter. Und hier kann man natürlich auch außenrum kann man grillen. Hatten wir heute auch eigentlich vor. Aber mal gucken, wie sich das Wetter jetzt entwickelt. Für den Dutch Oven langt's. Nebelt hier gut was weg, aber das muss jetzt einfach sein, Jungs. Ein schöner Glühwein bei dem Wetter. O4, wirklich sehr, sehr geiles Teil. Ne? Könnt ihr gerne mal abchecken. Ne? Habt ihr schon ein paar Mal gesehen, noch bei Insta. Und hier sieht's aus. Gibt mir halt wirklich noch ordentliche Projekte. Und der Willi, der Poolroboter, habe ich gerade eben das erste Mal sauber gemacht. Der ackert auch viel. Wird auch echt schon besser, aber ich denke, der Rest kann man dann auch später noch machen, wenn dann das Wasser abgesenkt ist. Mal gucken, wie lange das dauert, das wird bestimmt auch ewig dauern. Hier hat man so ein paar kleine, ja, wo so Blätter lagen. Muss man gucken, ob man das ordentlich wegschrubben kann. Da qualmt gut vor, ja, ist jetzt halt natürlich ein bisschen nass, aber ich denke, die Leute haben die Fenster zu, es wird schon passen. Ja. Ne, weil auch viele gesagt haben, wie ist es auch mit der Outdoor-Küche, kann die nass werden? Hier können wir es immer sehen jetzt, ne? Wie gesagt, den Napoleon habe ich mal abgedeckt, müsste man natürlich auch nicht. Aber ja, komm, ich habe gedacht, für den Winter kann man es mal abdecken. Big Queen Egg aktuell auch im Ruhestand.
Wird aber auch mal Zeit, dass der wieder hier hochgefahren wird. Und hier könnt ihr es aussehen, die Schubladen hier von der Firma Grillzimmer. Hier ist alles furztrocken. Das passt. Wunderbar. Ne, auch hier, Jungs, hier bin ich ja auch. Ne, ich habe echt noch gar keine große Zeit gehabt, um ihr irgendwas jetzt groß einzurichten. Ne. Ist alles noch ein bisschen chaotisch hier. Aber ich denke, für den nächsten Sommer geht es dann halt auch echt vorwärts, Jungs. Ne. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit, um das einzurichten. Die Plansche haben wir nicht einmal getestet. Ne. Simon hat sie nach mir bestellt und hat schon ein paar schöne Zwiebelchen drauf gemacht. Hier haben wir den Dutch Oven. Da gibt es später Glühwein drin. Die Spieße vom O4, wo wir das Picanha gemacht haben, ist halt schon cool, ne? Dass es halt alles für den Außenbereich wirklich easy peasy geeignet ist. Und weiter geht's. So, ne? Wir haben schön unseren Dutch Oven schon oben drauf. Ich habe jetzt nur die Platte hier ein bisschen sauber gemacht. Jetzt haben wir hier schön warm. Jetzt wird auch gegrillt. Aber erst ein schöner Hot Sender, ganz wichtig. Ein schöner Glühwein. Oh. Guck mal an, wie es schon duftet. Den machen wir jetzt ein bisschen warm. Ist nicht kalt, wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Ist ganz wichtig. So, wir müssen nur, ich glaube, Glühwein darf nicht zu heiß werden, gell? Man darf nicht kochen. Nicht kochen? Dann wird er bitter, ja. Ich glaube, dann stellen wir den vielleicht noch ein bisschen hier rüber. Die Außenkante. Dient jetzt seine Zwecke? 80 Grad. Soll man? Ne? Ja, ich denke, hier können wir so ein bisschen. Das ist halt der Vorteil von dem O4, Jungs. Ne? Ihr könnt euch jetzt hier komplett frei entfalten. Ihr könnt jetzt quasi auf das Holz. Ne? Habe ich mir hier so eine Zange geholt. Ne? Kann ich jetzt quasi auch mit dem Holz hier rein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gleich die Bratwürste hinlegen, ne? Schnappe ich mir das Holz, die Glut und schiebe die mir hier so ein bisschen unten drunter. Dass ich halt die maximale Hitze dann gleich hier habe, wo ich hier bitte die Bratwürste mache. Ist aber geil. Und hier haben wir jetzt halt schon mega, mega schöne Glut. Ne? Hier haben wir richtig Dampf. Eieieiei. So, und jetzt können wir auch noch ein bisschen unseren Glühwein machen. Dann nehmen wir mal den Kamerad hier. Den kriege ich in den. Hier. Perfekt. Ich habe eigentlich extra Handschuhe, ne? Ist eigentlich auch sinnvoller. So, aber jetzt sieht man es ganz gut. Jetzt haben wir hier einen Hotspot für unseren Glühwein. Der darf nicht kochen, haben wir gelernt. Ah, wir könnten es ja aber auch anders machen, ne? Warte, wir können ja auch hingehen. Machen den Spot hier hin. Weil hier merkt man halt schon, hier haben wir das, mit ist wahrscheinlich so heiß, ne? Guck mal, da fängt das schon so ein bisschen an. Unseren Glühwein. Nichtsdestotrotz, ich bin gleich wieder da. Dann nimmt man sich hier so ein bisschen Öl. Die Kanne ist entspannt, ist dabei. Ne? Macht hier sich so ein bisschen Öl hier drauf. Ihr seht schon, da ist richtig Feuer da drin, richtig Bewegung schon. Und dann kann man es einfach ganz entspannt hier bei Bratwürstelchen dazulegen. Jetzt hat man alles, was man braucht. Man hat Glühwein, der hat ein schönes warmes Feuer, wo man sich wärmen kann. Und wir machen hier schöne Bratwürste. Das sieht doch gut aus. Und unser Glühwein kommt auch langsam. Ah, ich hab was, ne? Da warten, du drauf stellst, da, auf die Kante. Da. So. Ja. Ist ein Fuchsvater. Ah. Aber ich glaube, man könnte wahrscheinlich schon, oder? Teste misst man, ja. Geiles Teil auf jeden Fall, Jungs. Wir testen jetzt gleich, dann geben wir euch ein bisschen. Herrlich. Herrlich. Gut, wunderbar. Stopp. Und raus. Wir haben jetzt getestet. Jetzt ist er wirklich perfekt, ne? Die Bratwürste kommen auch ganz gemütlich, langsam. Und es ist halt wirklich schön, Jungs. Man kann hier zusammenstehen, ganz gemütlich. Echt schöne. Haben noch gar nicht probiert. Ah, Schenk Siebert. Übertrieben gut. Hier dampft es auch schön vor sich hin. Wie geil sieht denn das allein schon aus? Dir schmeckt es auch, Mama, gut, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut? Sehr gut. Perfekt, so soll es sein. Hier legen wir nach, wenn die Österreicher gleich kommen, dass sie auch noch was davon haben. Ein kleines Snack und dann wird weiter geschuftet. So, guckt euch das an, Jungs. Guck mal. Kann ich so von unten einfangen? Ne, ganz.
Und das ist halt auch geil, ne? Legst du die Brötchen hin, kannst du ein bisschen antoasten. Unser Glühweinvorrat schwindet. So ein geiles Teil. Es ist wieder passiert, Jungs. Philipp und Sebastian sind eingetroffen, ne? Servus. Extra wieder aus Österreich. Mittlerweile fahrt ihr die Strecke blind, oder? Ja, außer sie starten nicht. Geiler Pullover. Österreich war auf jeden Fall sehr, sehr schnell mit dem Versand. Ja, aber das sei mal nicht böse. Ist, schon, hast du deinen schon bekommen? Ja, ich habe ihn im Hortolink beim Arbeiten, ziehe ich mir den doch nicht an. Denkst, er arbeitet ja eh nie was. Ja, stimmt. Nee, ich weiß. Er ist nur zum Herkommen. Wir machen heute den Pool quasi winterfest. Philipp hat echt angeboten, mir es einmal zu zeigen, ne, wie der Hase läuft. Gerade eben wurde schon zurückgespült, dass sich hier drin im Filterkessel kein Dreck ansammelt. Halt, ne? Wichtig ist von der Saison jetzt vom Ende halt, dass der halt weg ist. Und wenn dann das Wasser entleert wird, dass halt der Dreck nicht drauf blicken bleibt. Dass halt ja, das alles sauber ist. Beim Glasfiltermaterial nicht so tragisch, aber beim Filtersand viel tragischer. Aber ist trotzdem wichtig, dass gemacht wird. Perfekt. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe schon so viel gehört und Philipp sagt immer zu mir, chill. Das wird. Ich bin jetzt gespannt, wirklich. Im Endeffekt ist nicht mehr viel. Wir gehen jetzt her entleeren. Wie weit entleeren wir den Pool? Bis unter die Düsen. 5 cm circa. Die letzte Düse ja, unten, genau. Ne? Mhm. Also fast alle schon raus. Ja, es bleiben dann circa so 30 cm bei dir im Becken drinnen. Da kommt dann ein Wintermittel rein, dann wird zugemacht und das war's. Das war's schon? Ja. Die Filtertechnik wird halt entleert. Entleert sich gleichzeitig, wenn ich mit dem Niveau runterfahre. Okay. Mehr ist es nicht. Deswegen und sage ich, ja. Wie fahren wir jetzt runter mit dem Niveau? Indem ich jetzt bei der Pumpe, deswegen habe ich gesagt, mach's noch nicht, weil ich davor rückspülen müsste. Indem ich jetzt anfange zum Entleeren über das 6-Wege-Ventil. Dann schalte ich ins Skimmer aus und damit ich keine Luft zirke, dann kann ich über den Bodenablauf das raufzirkeln, weil ich über dem Wasser spiegel. Wenn ich jetzt nämlich Luft angesaugt hätte, hätte man das Problem, dass man es nicht mehr da saugt. Dass die Pumpe es dann quasi nicht packt, ne? Ja. Okay, das hört sich gut an. Ne, draußen wird gerade gegrillt. Die Jungs kriegen jetzt auch noch feine Gourmet-Bratwurst vom Globus. Freuen sie sich schon drauf. Dann gibt es ein Pfeifchen, ganz wichtig. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Habt ihr noch angehalten? Habt ihr noch Ware kriegen können? In Nürnberg sind wir stehen bleiben. Ja. Habt ihr was? Ja, ein bisschen wieder. Wahrscheinlich. Ganze Kofferraum ich, voll ich wieder wahrscheinlich. Nicht viel, ich muss noch über die Grenze. Ja, ich zeige euch an. Ich rufe an dort. Perfekt. Also jetzt läuft schon. Ja. Das heißt auch, Jungs, ihr wisst es ja, die Entleerung haben wir ja in hier. Den Kanal, ja. Genau, hat der Philipp hier hinten, also kommt von hier, zack, 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 wurde hier hinten angeschlossen, geht hier durch die Wand und geht quasi hier in die Toilette und dann raus. Das Projekt fahren wir jetzt ab. Und wie lange, schätzt du, dauert das jetzt? Ich schätze mal 2 Stunden wird das jetzt dauern. Bitte was? Wir reden jetzt 2 Stunden. Ja, okay. Wir fangen nur über den Bodenablauf an, das ist natürlich nur eine geringe Menge. Okay, also und wirklich Pfeife anmachen, ne? Nebenbei halt Pfeife, Wärmepumpe entleeren natürlich. Ja. Und dann ist man eigentlich schon fertig. Dann müssen wir nur mehr warten, bis halt das Wasser raus ist. Perfekt. Dann machen wir die Filterpumpe auf und die halt durchspülen, dass das Salzwasser halt nicht verklebt hinten im Motor. Das war's. Hotel habt ihr gefunden? Ja, ist top. Ist gut? Ja. Diesmal ein anderes, aber ist auch sehr gut. Muss ich sagen, vor allem vom Aussehen her und von der Struktur her besser. Ist moderner, ne? Ja. Das ist schon älter. Ja, moderner. Da werden, ja, genau. Die Inneneinrichtung ist halt generell, es ist halt, wenn du reingehst, es ist halt so altmodisch. Eher so auf ein Hotel aufgebaut. Genau. Dann ist halt so, ja, wir sind halt da. Ja, ja. So für schnell raus und schnell rein. Aber ist okay, also werden viel Hochzeiten gefeiert, viel feiern. Ich sehen, ja, ist feiert dort momentan. Poolbeleuchtung habe ich schon ausgemacht, der Automat, ne? Weil im Endeffekt. Die machen wir dann alle runter bis auf den Rollladen. Beim Rollladen lassen wir den Strom drauf, kann nichts passieren, aber da geht es darum, dass ihr die Speicherungen nicht verliert, dass man nicht jedes Jahr wieder aufmacht. Ich habe dann gepulst wie ein Weltmeister heute, ne? Im Regen. Ja, ja. Aber kannst du mal angucken, das ist auch wie neu. Ich habe schon gesehen, wie ich nach hinten gegangen bin. Ja, die Firma ja, Rollo Solar können den zurückkaufen, der ist quasi nicht gebraucht. Das ist ja das Chillige, du gehst einfach in den Kerker und das spritzt ab und das war's. Also. Das war wirklich das gut. Ist halt schon top. Und was ist jetzt, was viele bestimmt auch noch interessiert, was ich mich auch frage, wird das Becken jetzt auch noch, also gehe ich da jetzt heute noch rein und mache das sauber oder lässt man das einfach bis nächstes Jahr dann? Warten wir drinnen, in dem Fall fährt der Roboter noch da drinnen. Halt ja, der freut. Wenn der Wasserstand halt nicht mehr hoch genug ist, dann schaltet der automatisch ab. Den Rest spritzen wir von der Wand runter, dass halt das Salz und sowas halt draufpickt noch weg ist. Und das war's, das wird bis nächstes Jahr dann so lassen. Und nächstes Jahr, wenn du es drauf machst, ist Blüten sauber noch immer das Wasser. Traumhaft. Das riecht schon direkt fast nach einer Pfeife. Wir gucken mal hier draußen vorbei. Und Vater, wie läuft's? Super. Normal, also wenn du Hunger hättest, Kollege. Hunger und Durst. Glühwein braucht noch ein bisschen, den stellen wir gleich mal hoch. Das habe ich jetzt analysiert. Original Daichi Wapchichi. Ja. Ist korrekt. Bei österreichischen Freunde. Ist korrekt. So, Jungs und Mädels, was das für Flecke sind, hat uns gerade Philipp jetzt auch erklärt. Und zwar sind es? Gerbsäureflecken. Die kommen von Blätter oder auch? Blätter oder von toten Regenwürmern.
Das ist einfach das, die Farbe, die in den Blättern drinnen ist halt, und halt diese Säure, die dadurch enthalten ist von dem Tier bzw. von den Blättern halt, oder Bäumen. Durch das Wasser, das bleibt halt dann drauf und das gibt das dann ab, wo das halt liegen bleibt. Und geht halt wenig bis gar nicht weg, leider. Wie kann man sowas verhindern? Soll ich jetzt hart sagen oder? Ja. Öfter das Becken putzen. Ehrlich? Ja, ich muss ehrlich. Muss man ehrlich natürlich sagen, du hast es jetzt die letzten 3 Wochen einfach nur mehr stehen lassen und genau. Das war's. Ja, klar, hin und wieder passieren auch kleine, wenn du es jetzt unter der Saison hast, das kannst du nicht verhindern. Es ist halt mal so, weil keiner ist Leibeigener von seinem Becken. Aber natürlich, wenn man natürlich herrichtet zum Einwintern und man lässt das Becken dann ein bisschen stehen halt, passiert das halt schneller. Aber okay. Wie gesagt, gerade bei deinem Becken ist so, nach ein paar Jahren, wenn du das ausgehst, her, malst das neue aus und die Sache hat sich. Ja. Bei Folienbecken hast du das auch, bei Polyesterbecken anderer Art hast du das, bei Keramikbecken hast du das, wo Keramik sogar das Edelste ist. Also. Ja, aber eigentlich war es ein Amateurfehler von mir. Eigentlich für nächstes Jahr muss ich merken, wenn Poolsaison vorbei, dann direkt die Schritte, die du jetzt machst, ne? Nein, das würde ich nicht sagen, das kannst du nicht verhindern. Wie gesagt, das kann unter der Saison auch passieren. Aber was sind das für Schwämme? Die sind Spezialschwämme von dir? Spezielle Nanoschwämme halt, die für chlorresistent sind. Die gibt es auch von Meister Propper, die sind halt nicht chlorbeständig. Und die machen normal alles weg. Und Philipp sagt zu mir, ist nichts zu machen, aber ich beweise mir jetzt das Gegenteil. Probier's gerne. Jungs, ich habe das Becken zwar gerade unnormal dreckig wieder gemacht, ne? Hab direkt einen Einlauf bekommen, aber Philipp seine Wunderschwämme, Achtung, hier ist einer. Ja. Schaut, also wenn er ein bisschen älter ist, geht dann fast nicht mehr. Ja, das können wir mit den Reinigungsmitteln noch probieren, aber die ganz frischen kriegst du noch weg. Ja, geht, perfekt. Mhm. Haben wir Glück. Habe ich noch irgendwo? Ah, hier ist noch einer. Ja, die ganze Stiege. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite auch, also vom Beckeninnenrand. Ich hab's halt wieder dreckig gemacht, ne? Ah, das war der Roboter. Ich muss ja eh sauber machen. Ah ja, ist ja, Glück im Unglück, ne? Und hier, Philipp, hast du noch für alle Poolbesitzer einen Geheimtipp. Hier sieht man es ja, ist auch, ne? Trotzdem die Wasserlinie so ein bisschen. Ja, das kann ich verhindern. Du wirst das auch zugeben müssen. Natürlich, ganz logisch, die Kinder gehen auch mit Sonnenmilch und so rein. Das ist das, ja, was ich von Anfang an gesagt habe. Das kannst du nicht verhindern. Das ist einfach ein Fett. Du kannst noch jedes Mal beim Becken reingehen, mit den Schwämmen alles durchputzen. Das entsteht mit der Zeit. Und ich bin wirklich immer so, wie du gesagt hast, gebadet, nach dem Baden direkt mit dem drüber, aber trotzdem ist halt da. Ne? Das kannst du halt wirklich nicht verhindern. Man könnte es wirklich dann noch mit dem Putzmittel probieren in Kombination. Es wird halt immer ein bisschen was gehen. Komplett wird es das nie weggehen, beziehungsweise wird es halt jedes Jahr ein bisschen mehr. Aber das sind halt so Sachen, mit denen kann man sich abfinden mit der Zeit. Weil das ist eh immer auf Wasserstandslinie, das erkennst du dann eh nicht wirklich. Guck mal, und hier sehe ich gerade ein bisschen, ist das Becken so ein bisschen... Ja, leicht algig. Sind es Algen? Ja, ja. Natürlich, weil die Filteranlage jetzt 2 Wochen nicht brennt ist. Okay, also, aber die kann man dann... Das spritzt man eh ab. Ah ja, sieht man schon. Das geht ja ganz gut weg, ne? Genau. Das machen wir dann eben, wenn wir Wasserstand wieder weiter herunten sind, spritzen wir es ja gleichzeitig ab und dann geht das. Mit dem Hochdruckreiniger drauf? Nein, nur mit einem Wasserschlauch. Das langt sogar schon. Ja, das sehe ich, habe ich vorhin schon. Deswegen ist auf der Seite noch nichts mehr. Okay. Aber ich bin froh, dass die weggegangen sind, weil ich wollte mir das nicht anmerken lassen, aber die haben mich schon ein bisschen... Ich hab's mitgekriegt. Die haben mich schon ein bisschen getriggert. Ich hab's mitgekriegt, deswegen habe ich gesagt, irgendwie werden wir es schon probieren. Aber gut, sind weg. Perfekte Wunderschwamm. So Jungs, der aktuelle Stand, jetzt ungefähr so eine Stunde später. Sieht ganz gut aus. Hier neben, was sind das dann, Philipp, hier neben? Sind es so ein paar Algen oder so? Ja, und dessen, dass jetzt 2 Wochen die Filtertechnik nicht gelaufen ist. Aber wir haben das auch komischerweise nur auf der linken Seite, ne? Vater und ich haben die Vermutung aufgestellt, weil die Sonne wandert ja so. Ne? Ja, es ist generell, aufgrund dessen, dass es keine Umwälzung ist, ist es nicht so. Auf der Stiege ist es auch ganz leicht. Aber es ist definitiv mehr auf der linken Seite. Ja. Aber geht auf jeden Fall klar. Also ich bin echt. Ja, das geht mit einmal runter ohne Probleme. Bin echt verwundert. Sieht echt gut aus noch das Becken, ne? Nach dem ersten Sommer jetzt. Jetzt müssen wir ungefähr 5 cm unter die letzten Einlaufdüsen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Der Vater hat mittlerweile sein. Was haben wir denn jetzt? 3 Liter, gell? Haben wir gemacht. Dres Liter haben wir gemacht schon, also das läuft auch. Die Tür ist auch, Jungs. Lieb ich. Jetzt muss ich gucken, dass man nicht alles sieht. Guckt's euch an, Jungs. Das wäre einfach nicht notwendig gewesen, aber guckt's euch an. Einfach ein kleiner Gabelstapler für die 2 Kids. Ne, den werden die gleich sehen und ich denke, dann kriegen wir die nie wieder ins Haus. Die können einfach hier vorne die Gabel hoch, runter, bis 10 Kilo. Ich sehe es jetzt schon, dass er seinen kleinen Bruder da vorne drauf spannt. Und dann wahrscheinlich durch die Gegend fährt. Das wird wahrscheinlich passieren. Sehr, sehr cool. Wir warten noch. Dann müssen wir noch aufs Dach. Ja? Wärmepumpe entleeren. Wärmepumpe machen dann und dann... Filtertechnik, Decken zu und dann... Haben wir schon fast geschafft. So, Jungs, jetzt sind wir auf dem Dach. Hier steht die Wärmepumpe. Da ist der Strom jetzt schon weg. Und jetzt müssen wir quasi die Wärmepumpe... Oh, dann rinnt es uns gleich mal weg. Saugt uns Luft, rinnt da mal ins Becken schon was runter. Ah, die wird jetzt... Ah, okay, die hat direkt, glaube ich, auch Auslässe hinten. Ne? Das ist eigentlich nur drum...
dass halt die oberste Schicht, damit das nicht so schnell durch so Feuer und so einfach Wind und so, dass das halt so schnell verdeckt. Ah, okay, das gut. Das ist eigentlich nur eine optische Sache. Und das ist ja auch hier oben und liegt über dem Lüftungsschacht, dass quasi auch nichts direkt reinkommt, genau. Wahrscheinlich, ne? Genau. Dann sind wir hier oben schon fertig mit Einwindern. Ja. Okay, so schnell windet man eine Wärmepumpe ein beim Pool. Ehre. Jungs, ich war kurz weg. Er zieht sich die Badehose an und geht skrupellos hier bei, keine Ahnung, wir haben 6 Grad Außentemperatur und Wassertemperatur wahrscheinlich, keine Ahnung, 9, 10 Grad. Er geht einfach rein und spült jetzt die Scheinwerfer aus, weil die Scheinwerfer wegen der Salzelektrolyse und das ja Edelstahl ist, dass sie quasi nicht angegriffen werden, werden jetzt mit normalem Wasser noch ausgespült, dass kein Salz mehr drin ist. Und dann läuft der Lachs. Dann ist das auch schon abgehakt. Und dann, ja, sieht es eigentlich gut soweit aus. So, Jungs, jetzt wird gerade das Skimmer noch ausgesaugt, dass der jetzt auch definitiv kein Wasser mehr drin steht. Ist gar nichts rausgekommen, ne? Nein, das ist wirklich leergesaugt mit der Pumpe. Okay, perfekt. Hier müssen wir ein bisschen über die Wand noch schrubben. Die Wand geht eigentlich. Ne, jetzt haben wir, wie gesagt, die Scheinwerfer haben wir jetzt ordentlich ausgespült, dass sich da kein Rost bildet durch das Salz. Dahinter haben wir auch Glasschiff gemacht, das habt ihr auch schon gesehen heute. Hier hinten, die Teppiche können auch liegen bleiben, das sind extra so spezielle Outdoor-Teppiche. Hier ist jetzt alles raus. Dann wird jetzt quasi das Gestell noch verkleidet. Da ist ja aktuell David noch dran. Und dann ist, ja, nächstes Jahr wieder anbaden. So, Jungs, Projekt draußen hier ist abgeschlossen. Philipp, Baustelleleiter. Wir haben jetzt einmal hier, sind wir um die Pfosten gegangen, plus Skimmer, plus Shisha, ganz wichtig, plus hier wieder an den Pfosten, sind dann mit dem Expander rüber an die Fliese und haben jetzt das schwere Gestell quasi auch noch, um die Folie zu beschweren. Die wurde hier unten reingeklemmt, plus die gute Pinienrinde. Und dasselbe wurde auch quasi hier hinten gemacht, dass einmal hier um den Rollladen quasi die Schnur richtig gespannt wurde, sodass der jetzt hier richtig fest sitzt, ne? Hier nichts nach oben geht. Und dasselbe halt auch hier drüben auch jetzt, ne? Mit dem Expander nochmal hier rüber gemacht. Und da muss man mal gucken, vielleicht brauche ich hier noch das ein oder andere zum Erschweren oder so. Jetzt erstmal analysieren. Jetzt werden viele sagen, ja, hier fällt doch aber der Regen rein, soll er sogar, ne, da wird die Plane nämlich schwer und der Wind kann sie nicht mehr wegdonnern. Und wenn es zu viel wird, kommt gerade so eine kleine Tauchpumpe rein, ne, kann ich dann hier direkt mit dem Strom aus dem Beet hier direkt raus und hier habe ich einen Abfluss und kann dann mit dem Gartenschlauch das gerade abpumpen. Und somit ist der Pool jetzt erstmal winterdicht. Hier kleine Stolperfalle, muss man sich aber merken. Und jetzt ist eigentlich nur noch der Technikraum. So, Jungs, die pH-Sonde ist ausgebaut. Das war die von, genau, da hinten, ne? Das ist jetzt auch alles schon drucklos, wasserlos. Was ist hiermit mit der Salzelektrolyse? Hier bleibt alles ganz normal drin, es bleibt ganz normal angeschlossen. Die Geräte sind ausgeschalten, ja. Stromlos. Aufgrund dessen, dass das so sauber ist, eben durchs pH, weil der pH-Wert immer passt hat. Brauchen wir nichts machen. Kann man sagen, der Winter kann kommen. Perfekt. So, ja, Jungs. Garten ist soweit, wie gesagt, jetzt Winter fertig, noch nicht ganz. Und hier hinten haben wir auch Glasschiff gemacht, das war auch wichtig. Da können wir dann jetzt im Frühjahr wieder was pflanzen. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Wasserleitungen, die ihr auch hier stehen seht, hier und die ganze Tropfschläuche, die müssen jetzt noch durchgeblasen werden. Dann kommt der Mähroboter noch weg und ja, dann sind wir eigentlich echt schon auf einem sehr, sehr geilen Weg. Wie geil sieht wieder die Tür aus? Ist einfach eine Durchgangstür für in den Garten da hinten, die jetzt genau angepasst wurde. Die wird natürlich jetzt noch seitlich ausgespritzt. Links und rechts ist ja ganz normal bei einer Tür. Sieht unfassbar gut aus. Unfassbar gut. Und da würde ich sagen, Jungs, beende ich heute den ersten Teil, nenne ich es mal. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil kommen, wenn wir auch das alles mit der Druckluft noch machen und so. Aber da bin ich raus. Ich sag nochmal, Philipp, vielen Dank! Ah, das ist ja noch, das ist sogar noch in der Nähe. Wir packen jetzt zusammen. Ist jetzt auch echt schon spät, ne? Wie spät haben wir es denn jetzt schon? 18.16 Uhr, ja, ne? Tschüss. Jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen, Jungs. Und dann sehen wir uns wieder bei Teil 2. Haut rein. Ciao, ciao. Bis nächstes Jahr.